Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen in unserem virtuellen Wohnzimmer, so haben wir es jetzt mal genannt. Triffwood Holly und ich werden heute ein bisschen miteinander quatschen und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Kommt also her, kommt ein Stück näher, sucht euch einen schönen Platz, nehmt euch was zu trinken und seid dabei. Hört uns zu, wenn wir ein bisschen miteinander plaudern, vor allem was eben der Holly zu erzählen hat, hört dabei zu und ja, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Schreibt einfach was rein. Schreibt uns liebe Kommentare, Grüße, Erinnerungen vielleicht, die ihr habt an Konzerte und vor allem natürlich auch Fragen. Denn ich werde immer mal wieder in den Chat reingucken, was so für Kommentare kommen. Und wenn sie dann Lücken sind irgendwie und ein bisschen Zeit ist im Gespräch, lese ich das eine oder andere vor. Ich begrüße jetzt schon mal alle, die live da sind. Freue mich, dass immer mehr hier zusammenkommen. Teilt gern den Stream mit euren Freunden, ladet welche mit ein, dann können es immer mehr sehen und immer mehr teilnehmen dran. Das ist doch eine schöne Sache. Ganz kurz noch und bevor ihr den Holly jetzt gleich noch in größer seht und hört, eine kleine Erklärung. Es geht heute also nicht um eine Künstlervorstellung, wo wir bei den Anfängen irgendwie losmachen und sagen, ja, das hat der Holly alles irgendwie schon erlebt und so ging es bei ihm eben los und mit den Musikern macht er was zusammen und das und das und jenes. Das haben wir alles schon mal gemacht, wenn euch das interessiert. Das war im Dezember 2017. Und da gibt es ein 2-Stunden-Video, da haben wir das alles erklärt, zum Beispiel auch, wie der Jackie von der Band Zilli zu ihm gekommen ist und dass die beiden Musik machen. Da gibt es tolle Anekdoten, zum Beispiel über seinen Mikrofonständer und viele andere Sachen. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne nochmal anhören, aber ich weiß, es sind jetzt einige dabei, die auch damals schon mit dabei waren. So, das war eine ganz grobe Einleitung, nur ganz kurz, also Driftwood Holly ist Singer-Songwriter, macht deutsch- und englischsprachige Musik und ist jetzt gerade zugeschaltet aus Dawson, aus seiner Holzhütte und jetzt seht ihr ihn mal größer und Holly, jetzt gebe ich mal das Wort an dich, hallo. Guten Morgen. Schön, dass du da bist und es ist immer ein bisschen ein komischer Einstieg in ein Gespräch, wenn man mit dem Wetter anfängt, weil das so klingt, als hätte man nichts anderes zu sagen. Aber es ist ja nun wirklich so, wir haben vorhin mal ganz kurz einen Techniktest gemacht und da hast du aus dem Fenster gefilmt und es ist absolut Schnee bei euch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also hier ist jetzt, heute früh war richtig Schneesturm. Wir haben also einen sehr, sehr langen und sehr, sehr guten Winter. Bin ich sehr glücklich drüber, aber es war halt in den letzten 15 Jahren der Einzige, der wieder richtig kalt war und hofft nur, also uns macht das halt das Leben viel leichter hier mit dem gefrorenen Fluss und so, ja. Also bei mir ist, will es noch nicht aufhören zu schneien. Das ist jetzt einfacher, wenn der Fluss gefroren ist. Ja, weil wenn du halt nicht drüber kommst, dann schränkt das halt unseren Lebensraum ziemlich ein, ne? Wir können dann nicht in die Stadt und so. Okay, okay. Ja. Pass auf, und weil jetzt das Wetter gerade zumindest bei euch so ist, bei uns waren übrigens so ungefähr 20 Grad, aber weil bei euch jetzt das Wetter noch so winterlich ist, habe ich gedacht, ich mache mir jetzt erstmal hier eine Räucherkerze an, weil ich weiß, dass du das an und für sich auch gut findest. Ich weiß zwar nicht, ob du das... Ja gut, das sollte ich eigentlich auch machen. Weißt du nicht, ob du das im April noch gut findest, aber pass auf, du hast jetzt die Wahl, du kannst jetzt entweder Grottendorfer nehmen oder Hus. Hus. Jawohl. Ja. Nehmen wir Hus. Ja. Das machen wir so. In der Zwischenzeit begrüße ich nochmal alle, die hier mit reingekommen sind. Die Anja Blaue unter anderem ist mit dabei. Mit dem Bus habe ich auch noch eine gute Idee, von der da noch gar nichts weiß. Okay. Aber ich habe gedacht, man sollte mal eine Pyramide bauen. Ja. Die eine Bühne ist, ne? Wo man dann im Erzgebirge auftritt und die Musiker sitzen dann alle auf den verschiedenen Ebenen. Und wir. Ich glaube, der Hus würde das hinkriegen. Ja, also denkst du, dass das realistisch ist, dass er das machen würde? Ja. Das ist eigentlich eine geile Idee. Na, das wäre eigentlich so die ultimative Erzgebirgsbühne. Voll geil. Na, vielleicht guckt er ja zu und oder erfährt es auf irgendeinem Weg, das wäre witzig. Ja, wir sind früher als Kinder, sind wir immer in Oberwiesen da verbotenerweise auf die Pyramide gekrabbelt und sind dann mal ein paar Runden mitgefahren. Bis uns der Polizist nachgestellt hat. Dann mussten wir aufhören. Abgefahren. Meine, hier die Antje schreibt und will wissen, wie viel Grad bei dir sind. Aber jetzt ist nicht so kalt. Also jetzt ist ganz normales Winterwetter mit so minus 5, aber... Aber wir wissen ja aus vergangenen Sendungen, es kann bei dir durchaus kälter werden. Das letzte Mal, als wir telefoniert haben, war es minus 20 und es geht ja aber bis minus 50 runter bei dir, ne?
Ja, dieses Jahr hatten wir minus 55, für eine ganze Weile Uah. sogar. Ach, ist ja Wahnsinn, ey. Uah. Das ist ja. Ja. Okay, also die Räucherkerze räuchert. Wir sind alle hier zusammen am Start. Und ihr wisst Bescheid, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Wir fangen vielleicht einfach mal mit dem Thema an, was halt gerade irrsinnig aktuell ist, leider. Also wir wollen jetzt, es muss ja keine Corona-Sondersendung werden, aber es ist ja nun mal ein Thema, das jetzt auf jeden Fall interessiert und letztlich auch ja ein Grund ist, warum wir jetzt gerade Zeit haben, miteinander zu reden. Wie ist es denn das, wie ist es bei euch da so in Dawson, im Yukon? Inwiefern bist du jetzt eingeschränkt im Leben oder wie läuft es jetzt für dich anders? Also hier ist das auch genau wie bei euch. Hier ist Lockdown, also die Leute werden gebeten, in den Häusern zu bleiben und so. Was einem ja im Winter gar nicht so schwer fällt, manchmal. Aber es ist natürlich auch, also Kanada passt ganz schön auf. Unsere Industrie liegt komplett flach gerade. Alles ist ausgeschaltet, die ganze Maschine ist angehalten. Okay. Ähnlich wie bei euch auch. Und ja, wir sind damit auch, glaube ich, ganz okay. Mein Lifestyle jetzt direkt hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert, weil das Timing von dem Coronavirus ist genau richtig für unsere Breakup-Zeit. Wir sind jetzt hier hüben am Fluss. Wir haben sowieso schon für 2, 3 Monate Essen vorgekauft, weil wir in der Zeit halt dann von der Stadt abgeschnitten sind und auch nicht zum Kaufmannsladen gehen können. Also für uns war es eigentlich ein ganz normaler Einkauf. Und Ach jetzt ist so. halt gerade die Zeit, wo man auch sowieso nicht so sehr in der Stadt rumrennt, ne? Aha, okay. Also mein Leben direkt hat sich nicht so sehr geändert jetzt. Okay, also das heißt, ihr kauft sowieso jedes Jahr um die Zeit dann unheimlich viel ein und friert das dann ein oder das friert wahrscheinlich sowieso ein, wenn das Ja, vor die Tür steht. verschiedene Techniken, ne? Aber das machen wir zweimal im Jahr. Wenn der Fluss zufriert und wenn der Fluss aufbricht, sind wir halt auf der Seite hier zwischen 3 und 6 Wochen wie abgeschnitten. Okay. Aber man könnte jetzt noch einkaufen bei euch. Jetzt geht's noch, ja. Wir können mit dem Snowmobil rüberfahren und auch noch mit dem Auto übers Eis. Ich meine, es ist aber Aber es auch. wird schon langsam ein bisschen soft. Aber ich meine, es ist gar nicht nur wegen dem Eis, sondern generell, also es hat noch was offen. Für Ja, Lebensmittel, also ja. die Lebensmittelläden haben noch auf. Und so ein, zwei Handout-Pizza-Shops oder so haben noch auf, ja. Also Aber bei. alles andere ist zu. Die großen Kneipen und das Pit ist zu. Ja, Seit klar. 100 Jahren das erste Mal die Kneipe zu. Kommen die Leute jetzt auf blöde Gedanken zu Hause? Bei uns ist das ja so, jetzt hier gleich um die Ecke habe ich ein Netto, dort hast du so 5 bis 10 Einkaufskörbe irgendwie so, dann kommst du noch mit dem Einkaufswagen rein, dann der wird vorher nochmal desinfiziert von dem letzten, der den gerade hatte, dann läufst du da so durch, bist fast alleine in dem ganzen Laden, vorne an der Kasse hast du so Plexiglasscheiben ringsrum, so Spuckschutz, ne? Kontaktloses Zahlen, möglichst, wenn es geht. Und ja, dann gehst du raus und da stehen dann halt die Leute so in 2 Meter Abständen, so abgeklebt mit Klebeband auf dem Boden. So ist das halt gerade im Moment. Wobei ich auch also versuche, Wahnsinn. möglichst wenig einkaufen zu gehen gerade. Ja, ich finde es trotzdem gut, wie da drauf aufgepasst wird, weil das halt auch so eine kleine Solidaritätsaktion für unsere älteren Leute sind. Weil wenn die älteren Leute das kriegen, das kann schon ganz schön haarig werden. Vor allen Dingen, wenn es halt mal 1 Million Leute zusammenkriegen oder so. Also es ist schon, glaube ich, ganz gut, dass da ordentlich aufgepasst wird, dass das nicht jeder zur selben Zeit kriegt irgendwie. Ich Ja. glaube auch, ja. Habt ihr die direkte Ausgangssperre oder ist das nur so eine Empfehlung? Also eine Ausgangssperre haben wir nicht, aber wir werden also sehr angehalten, uns sozial zu isolieren. Ja. Okay. Ja, und das nutzt ja nun jeder anders. Für die Musiker ist, also es ist für viele, viele Leute natürlich auch wirtschaftlich gerade blöd. Natürlich auch für Musiker. Da sind wir jetzt gerade im Thema. Shit. Und Ja. viele Musiker, das betrifft zum Beispiel auch dich und mich, nutzen die Zeit jetzt zumindest ihre Musik live ins Internet zu schießen, also sich mit der Gitarre oder einem Instrument vor die Kamera zu setzen. Und das hatte mich jetzt, also ich weiß, dass du ja auch gerade regelmäßig Livestreams machst, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und ich musste aber, weil ich ja auch immer mal reingucke in deine Livestreams, musste ich so dran denken, wir haben uns ja im Dezember gesehen in Hoppes Hof Theater. Und da weiß ich noch, vor dem Konzert gab es Soundcheck ganz normal und auch Licht wurde gecheckt. Und der Lichttechniker dort hat schön hell gemacht und die ganze Bühne war ausgeleuchtet. Sieht vom Publikum aus natürlich schick aus. Und du hast aber dann gesagt, nee, komm, zieh mal ein bisschen runter hier, mach mal dunkler. Und
Der hat immer so ein bisschen, und du hast gesagt, nee, mach mal noch mehr, ich sehe das Publikum nicht, nee, ich kann da überhaupt nicht reingucken, ich kriege gar keinen Bezug zu den Leuten, das weiß ich noch ganz genau. Und du wolltest, dass er immer finsterer macht und immer finsterer, damit du nicht so in das grelle Licht guckst und dann Bezug zu den Leuten aufbauen kannst. Und da musste ich Er jetzt hat so, nicht aufgegeben, ja. nee, Der nee, Lichtmann hat einfach nicht aufgegeben. hat immer wieder hochgezogen. Und da musste ich halt so dran denken, jetzt, wenn du da so in deiner Holzhütte sitzt und dann so in diese kleine Plastiköffnung da von der Kamera reinguckst und null Bezug hast jetzt zum Publikum, den du ja sonst so gerne hast und wir ja wahrscheinlich alle als Musiker, weil man ja dann viel besser darauf eingehen kann, was passiert. Du kriegst ja praktisch erstmal null Rückmeldung. So eine halbe Minute später vielleicht im Chat mal so ein Smiley oder irgendwie einen netten Spruch, aber du hast nicht diese direkte Rückmeldung. Wie ist denn das für dich? Ich habe eigentlich das Gefühl nicht. Ich experimentiere ja mit der ganzen Geschichte schon von vor dem Virus rum, ne? Weil ich bin halt so weit draußen in der Welt. Also Vancouver ist fast 2.500 Kilometer weg von hier und die großen Städte, wo halt so richtig Live-Musik passiert und wo man auch mal einen guten Gig spielen kann. Da bin ich halt so weit weg davon. Und darum habe ich schon jahrelang immer versucht, so einen mobilen Gig aufzubauen, wie ich halt jetzt habe, ne? Also ich wollte schon immer gerne mal so von einem Berggipfel broadcasten oder dann hier aus der Hütte. Und darum war ich halt auf die Situation relativ gut vorbereitet und habe auch echt das Gefühl, dass es eine Verbindung gibt. Also ich habe ja ein relativ großes Telefon gekauft, dass ich das auch gut sehen kann, wie man das dann so ein bisschen einrichtet. Auch das Bühnenbild und so, was hinter einem ist. Du machst das ja auch immer ganz gut. Also man kann jetzt echt damit arbeiten. Und ich habe die Technik schon vorher gehabt und auch schon ein kleines bisschen Erfahrung. Und mir gefällt es eigentlich sehr. Mir gefällt es eigentlich sehr, weil ich weiß, dass die Leute da sind und mir schicken, ich lasse mir ja mal Bilder schicken, wie die das gesehen haben, wie die auf dem Sofa sitzen oder auf dem Garten sind, Feuerchen anmachen und so. Und das ist schon, es ist zwar nur ein virtuelles Treffen, aber man kommt schon ganz schön nah ran. Also ich hatte auch danach dann so ein bisschen die Nachkonzerterfahrung im Körper, weißt du, wenn so. Hast einen Gig gespielt und es ging gut, fühlst du dich ja klasse danach und dann sitzt du da und hast noch 2 Stunden so ein High. Und das hatte ich auch. Und darum habe ich gemerkt, nee, 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 das geht schon, man kann sich da schon verbinden. Ja. Ja, und man kommt ja natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise rum, ne? Also, was jetzt die Bekanntheit betrifft, denke ich mal. Also, zwar auf einer anderen Ebene, aber du, ja, du lernst bestimmt nochmal so den, oder manche Leute werden dich kennenlernen, die dich vorher noch gar nicht kannten dadurch, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie ist das so, deine Erfahrung? Also ich hab keine Erfahrung, wie man das zum Wachsen bringt, richtig. Also ich würde natürlich sehr gerne haben, dass viel mehr Leute das anschauen. Aber ich glaube, Facebook limitiert das immer irgendwie, wo das hingeht oder so. Also es hängt dann wirklich von den Leuten ab, dass die das weiter sharen oder so, ne? Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine kleine Gruppe zusammen und auf die bin ich auch total stolz und mit der bin ich eigentlich auch schon total okay. Aber wenn das wachsen würde, wäre das cool. Aber es ist natürlich jetzt auch so, wie du sagst, es sind ja alle zu Hause jetzt, ne? Jetzt live streamt ja 1.000 Leute pro Tag live streamen jetzt. Und die ganzen großen Bands sitzen ja auch alle zu Hause, ne? Und da denke ich, gibt es ein ganz großes Potenzial, jetzt so ein paar Home Productions loszutreten mit Leuten, mit denen du eigentlich mal arbeiten wolltest. Ja, klar. Weil die haben gerade alle Zeit. Und vielleicht kommen da ein paar coole Verbindungen raus. Hast du da gerade was geplant? Ich habe mehrere Eisen im Feuer. Ja? Kannst du schon was davon erzählen oder ist das noch unter Verschluss? Nee, also eins habe ich ja schon preisgegeben, das war die Zusammenarbeit mit Holly Lohse Hm? von der letzten Instanz oder auch seine Projekte. Wir haben also praktisch so ein bisschen wie ein Duett gesungen. Ich fand es lustig, dass auf einmal zwei Hollies da sind und die beide Leadsänger sind bei verschiedenen Bands und er hat eine völlig andere Klangfarbe wie ich auch Ja. in der Stimme. Und da fand ich das interessant und Passt aber das haben wir. wahnsinnig gut zusammen. Ich weiß, das war genau der Tag, ja, wo wir das Konzert beim Hoppe hatten. Da hattet ihr euch ja dann noch getroffen nachher, habt noch so ein kleines Ja. Fotoshooting gemacht. Ich hatte danach mit dem Holly Lohse noch eine Veranstaltung gehabt. Und
fand die Idee also total klasse. Also erstmal ist es total witzig. Driftwood Holly trifft Holly Lose schon vom Namen her. Und dann, also die Stimmen passen wahnsinnig geil zusammen. Ich bin, was ich cool finde, weil ich liebe deine Musik und ich mag auch unheimlich sehr, was Holly Lose macht. Also die Kombo ist schon mal richtig cool. Und ich bin dann sehr, sehr gespannt, was du dann vielleicht jetzt noch für Ideen ausbrütest. Nee, aber willst du mal reinhören? Ich kann anschalten. Ja, mach, gerne. Okay, das geht jetzt mal eine Minute lang. Okay. Sag mal, ob ich lauter machen soll. Bisschen. Hoch hinaus und tief hinein. Ich singe jedes Wort, so wie ich's mein. Ich habe praktisch die erste Strophe gesungen. Gestern groß, bin heute klein. Und froh. In deiner Umlaufbahn zu sein. Basti macht die ganzen Trommeln. Jackie macht was? Der Sonnenblumenmond scheint hell. Was tief gepflanzt, vergeht nicht schnell. Du pflegtest mich, jetzt pfleg ich dich. Und mich gibt's nicht ohne dich. Jetzt mach ich aber aus. Weil jetzt geht der Dampfer nämlich erst richtig ab. Ja, so klingt das. Die beiden in einem Leben. Saugeile Nummer. Wie kam es eigentlich dazu? Also ich hatte Zeitgeister geschrieben. Mit ein paar Hintergedanken auch. Das ist aber auch alles nicht wahr geworden. Und dann lag das Lied eigentlich so ein bisschen rum. Und ich fand es aber total toll. Und die Kirsten fand es auch schon toll, aber niemand anders. Die haben alle so, geht schon so ungefähr. Und ich habe total dran geglaubt. Und dann habe ich versucht, das Ding so ein bisschen rumzushoppen und habe versucht, irgendwie jemanden zu finden, der da irgendwie in das Lied mit einsteigt, so, weißt du? Mhm. Und dann gab es ja, also wir hatten uns kennengelernt im Admiralpalast, habe ich einen kleinen Gig gespielt und da war der Holly dann das erste Mal da und da habe ich den aber noch nicht erkannt. Ach so, da ist das... Ja, und dann einen Tag später habe ich mich dann erstmal entschuldigt, weil jemand wollte unbedingt ein Foto machen und ich war ein bisschen sauer auf den Soundmann und dann bin ich da einfach weggerannt. Und am nächsten Tag habe ich mich da entschuldigt beim Holly und habe dann gesagt, ey, wenn wir mal was machen wollen, können wir ruhig mal was machen. Und dann hat er aber gleich gesagt, ja, das geht schon, das können wir machen. Na, und dann habe ich ihm die auch immer rübergeschickt und er hat dann da drauf gesungen und der Basti hat dann hinten das Lied noch mit konstruiert, mit Trommeln und allem solchen Zeug. Und dann ist praktisch so eine komplette transatlantische Kooperation geworden. Wir haben uns da nicht gesehen während der Zeit. Oder? Ja, was ja voll cool ist, dass das eben funktioniert. Ne? Und jetzt schießen ja auch gerade noch so Videos aus dem Boden so ins Internet von ganz vielen Musikern, die einfach zu Hause mal mit dem Handy einfach mal so ein bisschen was aufnehmen und zusammen irgendwie so ein Musikvideo zusammen machen und sowas. Ich finde das eigentlich witzig, was sich jetzt gerade so ergibt. Du kommst jetzt so nah an Leute ran wie nie zuvor. Hast du das Ding von Michael Stipe von R.E.M. gesehen? Nee. Das musst du unbedingt mal gucken. Der hat auch zu Hause einfach einen Soundtrack kreiert und hat dann da ein Lied drüber gekracht. Aber das ist der Hammer, das Ding. Ja. Und so richtig so wie jetzt, der sitzt dann so da und singt dir was vor. Und dann denkst du da wirklich, es ist in deinem Zimmer. Das ist und so ein geiles Lied. Okay, krass. Wenn du dran denkst, kannst du ja den Link später dann mal in den Stream hier rein. Ist schon auf meiner Facebook-Seite. Brauchst du bloß mal ein bisschen runterrollen. Okay, dann also auch für die das jetzt interessiert, guckt da mal auf die Seite vom Driftwood Holly. Dann findet ihr das bestimmt. Ich werde es mir dann auch mal angucken. War das mit den Fotos, hat der Heiko Schütze geschrieben. Und stimmt, das kommt mir nämlich auch so, dass der euch so ein bisschen verkuppelt hat. Übrigens fanden die Leute das hier super im Chat. Den Leuten hat das Lied sehr gefallen. Auch der Jackie, der übrigens auch zuguckt. Liebe Grüße, Jackie. Schön, dass du da bist. Also den Leuten hat es sehr gut gefallen hier nach den Kommentaren. Ja.
Übrigens schrieb vorhin die Peggy hier in den Stream, dass sie echt gespannt ist, wie sich die Lage entwickelt, weil sie nämlich im Juli eigentlich 2,5 Wochen Urlaub in Kanada geplant hat mit Kanufahren und Wandern. Also ja, müssen wir abwarten. Also da würde ich mal nicht drauf bauen. Nee, glaube auch nicht. No. Und die Ines ist im Auto unterwegs nach Hause und hört dank Bluetooth uns jetzt zu. Das finde ich auch schön. Aber ich weiß das natürlich nicht, ob die im Juli nach Kanada kommen kann. Das kann sich auch alles ändern, aber ich will es nur sagen, bei uns kommt das ja jetzt erst an und Juli ist ganz schön schnell da, wollte ich nur sagen. Ja, also ich sehe es auch nicht kommen, aber na gut, wird sich ja zeigen. Nee, du hast vorhin gesagt, dass du... Weiß was. Du hast vorhin gesagt, dass du denkst, es könnten noch viel mehr Leute sehen. Das ist ja klar, das ist ja immer so. Aber ich finde, also ich weiß nicht, beim letzten Mal, als ich in deinen Stream reingeguckt habe, waren da, glaube ich, über 200 Leute gerade gleichzeitig online. Und gesehen haben es ja im Endeffekt dann noch viel mehr. Also das ist doch schon mal eine coole Nummer. Und ich glaube, dass man auf dem Wege jetzt wahrscheinlich erstmal viel mehr Leute erreicht und wahrscheinlich, ja, also möglicherweise dann auch eine größere Chance hat, dass dann noch mehr Leute nachher, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht, auch mal zum Konzert kommen. Also sagen, hey, das ist der Typ, den kenne ich doch jetzt hier schon von 10 Sendungen aus dem Internet. Das gucke ich mir dann nochmal an. Ja, so weit habe ich jetzt mit der Sendung eigentlich noch nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, dass ich nicht einfach einen Livestream machen will. Ich wollte was machen, was so ein kleines bisschen sich verwurzelt auch mit den Leuten. Also ich wollte schon, dass das wie eine Serie wird. Darum habe ich erstmal die ersten 3 gemacht, dass man wirklich dieses Gefühl hat, am Freitagabend, das ist die Stunde und da setze ich mich dahin und mache mein Glas Wein auf. So wollte ich das eigentlich gerne. Genau. Und das ist jetzt passiert und darum ist diese 200er Core-Gruppe, die es da jetzt gibt, also diese Tribe, das ist schon ganz schön cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch ich werde es auch international in Englisch noch anfangen jetzt und mal sehen, wo das so hingeht. Genau, also du machst das am Freitagabend für die Deutschen, also oder sagen wir mal, also in deutscher Sprache. Welche Uhrzeit geht's da los? Bei euch um 8. Genau. Das ist übrigens beim Holly um 11. Also ja, früh, genau, sozusagen. Genau. Ist ein bisschen zeitig. Also ich habe auch schon viele Kommentare gekriegt, ob ich da früh um 11 schon sauf. Ja. Weil ich bin ja Timeshifter. Bei mir ist das ja egal. Ne? Und zu einer Sendung kann man dann schon mal Rümchen trinken. Ja, klar. Der Jens fragt, ob es am Freitag, also jetzt am Freitag, diese Woche die vierte Sendung gibt. Ja, wird es auf alle Fälle geben. Ich bin schon am Vorbereiten. Ich will versuchen, von den Goosebumps das Pfützen zu lernen. Das ist ein Lied, was mir total fetzt. Aber da muss ich erst mal sehen, ob ich das in den Griff kriege. Mhm. Und ansonsten habe ich viele Sachen. Ich würde zum Beispiel diesen Freitag, ihr könnt mir auch mal ein paar Fragen schicken, wollte ich nur sagen. Ja. Und ich würde die gerne vorher empfangen, die Fragen, damit ich dann nicht während dem Livestream da immer komisch in die Kamera neilern muss und versuchen mit meinen halbblinden Augen zu sehen, wer hier gerade so einen davon schlüpfenden Kommentar geschrieben hat. Also vorher mal die Fragen und da werde ich mir dann so 2, 3, 5 aussuchen, die ich dann vielleicht da mit beantworte. Falls jemand eine Frage hat, vielleicht ist ja auch schon alles klar. Genau, macht das gern. Also wenn ihr jetzt für diesen Stream erstmal noch Fragen habt, dann fragt. Jetzt haben wir die Möglichkeit auch nochmal ganz direkt den Holly zu fragen. Muss er auch nicht ins Handy reingucken, weil ich ihm das jetzt einfach so vorlesen kann. Und ansonsten, wenn ihr über die Woche noch irgendwelche Fragen habt, dann schickt sie ihm gern. Und dann habt ihr ja gerade gehört, beantwortet er sie dann in seinem Stream am Freitag. Und der Steffen hat noch geschrieben, dass er das Konzert machen will mit euch beiden. Also jetzt weiß ich nicht genau, ob er jetzt dich und mich meint oder dich und den anderen Holly, aber beides fände ich klasse. Und der Volker hat sich jetzt hier mit reingeklinkt. Der hatte auch damals schon mit zugeguckt bei unserem Stream vor über 2 Jahren. Und die Anja schreibt gerade nach dem Aufstehen. Genau, also du warst, du schläfst offensichtlich auch ein bisschen länger, ne? Ist das so? Oh, gerne, ja. Ja, ja, ich wache immer früh auf und dann fühle ich mich komisch. Wenn ich spät aufwache, dann ist das weg. Okay, dann ist das. Brauchst du viel Schlaf? Oder gehst du einfach nur spät? Glaube ich, wie jeder andere. Ich bin halt gerne lange auf. Ne? Hm. Naja. Also ich mag die Nächte eigentlich schon viel mehr wie die Tage. Ja. Weißt du, was ich finde, was der Vorteil ist an dieser Corona-Geschichte? Ich habe das vorher schon, da war noch gar nicht an Corona zu denken, schon die ganzen Jahre vorher hat mich das schon immer tierisch genervt, wenn
Leute irgendwie kamen und mir ganz euphorisch die Hand geschüttelt haben oder mich umarmt haben und danach gesagt haben, oh mir geht's heute irgendwie überhaupt nicht gut, ich habe so einen Schnupfen, ich bin so krank. Ich dachte, dann gib mir nie die Hand, Mann, dann lass das einfach. So, und ich hoffe, dass die Leute jetzt so ein bisschen zur Vernunft kommen und sich beim nächsten Mal vielleicht überlegen, ob das unbedingt sein muss. Naja. Na, das stimmt schon, aber weißt du, wie das für mich ist? Ich drücke zum Beispiel gerne Leute, ne? Ja, ja. Und jetzt stehen wir alle so komisch da. Das finde ich total furchtbar. Furchtbar blöd, ich weiß. Also ich finde die Situation auch gerade total dämlich, weil ich bin gerade so der isolierteste Mensch überhaupt so, weil ich habe meine Frau und meine beiden Kinder sind zurzeit zur Kur. Und das heißt, ich habe zu Hause niemanden. Ich sitze jetzt ganz viel hier im Studio rum, da habe ich auch niemanden. Und wenn mal jemand hierher kommt, mir was vorbeibringt, dann klingeln die und gehen aber erstmal so 3 Schritte zurück und ich nehme mir dann so ein Paket oder einen Beutel, was die mir Leute so mir mitbringen und dann gehen die halt wieder. Und auf der Straße grüßt man sich so von Weitem, also es ist überhaupt gar kein Kontakt mehr da. Sehr, sehr. Es hat sich echt jeder Aspekt vom Leben gerade geändert. Alles, was eigentlich so ist, ist jetzt so. Also es hat sich wirklich so viel völlig verlagert. Und trotzdem siehst du ja Vorteile in der Zeit. Habe ich jetzt auch mal so ein bisschen rausgehört aus dem letzten Livestream, glaube ich. Da hast du das schon mal so ein bisschen angedeutet. Was ist für dich jetzt so das große Plus der Situation? Ja, man kann ja viel drüber reden, immer, und dann passiert immer nichts. Aber wenn mal sowas passiert wie jetzt, dann passiert halt mal was, ne? Und jetzt können die Leute zum Beispiel mal sehen, wie verwundbar die Menschheit eigentlich ist. Ja. Furchtbar blöd, ich weiß. Also ich Der Virus, den kannst du ja nicht mal sehen. Und Fatsch macht er erstmal, zieht er uns einen Stecker raus. Ja. Das ist schon sehr beachtlich, dieser Effekt, den sowas haben kann, wo man dann halt auch sieht, okay, wo sind denn jetzt unsere Versorgungstrucks und das alles? Und wie geht's denn den Farmern? Können die das jetzt am Leben halten? Oder, ne? Also das sind ja so viele Sachen, über die wir uns jetzt Gedanken machen. Und die Leute können das halt jetzt mal richtig anfühlen, wie das eigentlich ist, wenn so eine Versorgungskette abreißt. Ja. Und ich hoffe einfach, dass dann, wenn das wieder anläuft, der ganze Motor wird ja wieder anlaufen, manche sind ja schon total heiß drauf, dass dann trotzdem verschiedene Leute sagen, nee, ich fahre jetzt mal nicht mehr so Vollgas, weil das hat schon mal geknallt, weißt du? Ja. Jetzt haben wir ja schon mal so in wirtschaftlichen Welt Totalschaden hingelegt. Da bin ich halt gespannt, oder ob das halt nach einem halben Jahr oder noch eher dann einfach schon wieder vergessen ist und alles läuft wieder normal. Na, wir werden es sehen. Na klar, wir sind ja ein kleines bisschen doof manchmal, das wissen wir ja. Aber wir haben ja auch Verstand. Wir haben ja auch Verstand. Und jetzt können wir es uns ja mal kurz angucken, wie es so ist. Ne? Und was wollen wir das so haben oder wollen wir es nicht so haben? Wenn wir es nicht so haben wollen, müssen wir vielleicht mal ein kleines bisschen auf die Bremse treten. Wir wollten nicht ganz so weit in die Vergangenheit eigentlich gehen, aber ich würde trotzdem mal die Frage von der Simone vorlesen. Kannst du ja in einem Satz beantworten. Die will nämlich wissen, wann ihr nach Kanada ausgewandert seid. Vor ziemlich genau 21 Jahren. Können auch 20 sein oder 19, aber so ungefähr so lange bin ich jetzt schon da. Okay. Der Benedikt hatte eine Frage an mich, wann ich mal wieder beim Parkfest in Röhrsdorf bin. Wird Zeit für eine Wiederholung in einer kleinen Fete. Liebe Grüße vom Zwotaktgeschwader. Ja, das waren ganz witzige Jungs da bei so einem Parkfest. Das war witzig, weiß er nicht genau, aber würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und der Heiko schreibt, dass er mich gerne umarmt. Das finde ich aber sehr schön. Ja, das müssen wir unbedingt bald wieder wiederholen. Und die Doreen schreibt, gibt nur noch komplett Lack- und Lederanzug bei den Umarmungen. Verwundbarkeit liegt wohl unterhalb der Gürtellinie, wenn ich so die Klopapierregale sehe, schreibt der Jimmy. Ja, so ist das wohl. Übrigens, Ach so, genau, hier, der Frank schreibt, gerade Frank Blaue, viele Grüße an dich, Frank. Der fragt, ob es bei dir, Holly, auch solche Hamsterkauffreaks gibt wie bei uns, weil bei uns sind ja wirklich die ganzen Klopapierregale leer und Reis, Nudeln und so waren eine ganze Weile extrem vergriffen. Ja, das gibt es ja ganz genauso. Und das ist zwar unangenehm, aber das ist halt auch ein Zeichen unserer Zeit, dass die Leute halt auch Angst kriegen, dass das mal alle wird, das Essen und so. Und eigentlich gehen wir jetzt wieder zurück zu dieser Vorratswirtschaft, die unsere Großeltern hatten. Die hatte nicht nur, sagen wir mal, gute Früchte in den Gläsern, sondern das war halt auch wie denen ihr Bankaccount, das war denen ihre Bank. Wenn mal schlechte Zeiten kamen, hat er eben der Oma noch 34 Gläser Stachelbeeren im Keller, weißt du? Ja, klar.
Wie was anderes machen wir hier schon jahrelang nicht. Dadurch, dass unser Lifestyle so ist, haben wir schon immer vorgebaut. Und ich finde das gar nicht so doof, einfach mal 2-3 Wochen Essen zu haben. Wollte ich dich aber gerade fragen, wie ist das bei euch? Also kauft ihr nur auf Vorrat oder versorgt ihr euch auch zum Teil selbst? Ja, also ich versuche schon auch so viel wie möglich Essen herzustellen. Wir haben ja jetzt jahrelang gegärtnert und haben das auch ganz gut in den Griff gekriegt. Und jetzt haben wir aber schon ein paar Jahre keinen Garten, weil mein Nachbar, der hat einen großen Garten angelegt. Und von dem kriege ich jetzt mein Zeug und dem helfe ich lieber immer mal mit. Also wir haben so eine kleine Allianz gebildet. Okay. Und da muss ich jetzt praktisch selber nicht anpflanzen, aber ich mache trotzdem immer so ein bisschen was. Naja, und dann bin ich im Herbst halt fischen. Ne? Ich habe eine kommerzielle Fishing-Lizenz, wo ich hier also solche Lachse fangen darf, eine bestimmte Zahl. Und das verwandeln wir dann in Essen, also die werden sauer eingelegt oder geräuchert oder sowas. Und dann gehe ich ja auch zur Jagd. Aber das halt, Jagd ist halt, weißt du nie, ob das was kriegst oder nicht. Was jagst du da am liebsten oder am was eignest du? Elche hier oben. Hast du schon Elche gejagt? Ja, viele Jahre schon. Okay. Und erwischt? Ja, ja. Abgefahren. Ich habe noch, noch nie Elchfleisch gegessen. Ja. Ich rede auch oft nicht so gern über die Jagdgeschichten, weil manche Leute verstehen das nicht. Ja, ja. Die möchten nicht. Aber ich bin ja, als ich hier hochkam, habe ich natürlich auch in den Läden hier gesehen, was da eigentlich so rumliegt. Und der nordamerikanische Fleischmarkt, das kannst du nicht essen. Das ist kein gutes Fleisch, einfach. Ne? Und da liegt dann die Jagd halt doch ziemlich nah hier oben. Und wir haben auch da ein super Überwachungssystem, dass halt den Herden, dass es den Herden und den Tierzügen gut geht. Und da kommen halt immer noch ein paar Nummern raus von Tieren, die dann überhaupt erlegt werden können. Und das ist schon alles ganz schön gesund noch so. Okay, gut, na, dann wollen wir das Thema aber mal nicht weiter vertiefen für alle Veganer und Vegetarier hier. Elch ist ganz lecker, schreibt der Frank. Und ich muss mal diese Sendung nochmal für eine Sache nutzen, um eine Sache nochmal von der letzten Sendung richtig zu stellen. Und zwar haben wir nämlich, als wir 2017 gesprochen haben, sind wir auf deine Schlüsselsache zu sprechen gekommen. Da hast du, das machst du ja schon ganz lange, ich erkläre es nochmal ganz kurz, der Holly hatte also auf seiner Bühne immer Schlüssel liegen und die konnte sich jeder wegnehmen dort, um, ja, sagen wir mal, Türen aufzumachen, so symbolisch im Leben. Und ich habe das mitbekommen, das erste Mal bei deinem ersten Konzert, ach, da hast du welche. Warte. Genau, und die Frage, so eine ganz alten noch, solche Bartschlüssel, ne, genau. Ja. Da kann ich ja gleich schon mal vorweggreifen. Also du machst das noch sozusagen, ne? Immer noch. Ja, die Aktion, die wird bleiben. Die ist wirklich ein guter Teil von unserer Musikgeschichte geworden. Warte mal, ich muss dir nochmal Strom reinmachen, sonst bist du gleich weg. Okay. Ah, gut, gerettet. Ja, nee, es ist auf jeden Fall eine coole Sache und wir haben also 2017 im Stream drüber gesprochen und ich hatte das mitbekommen schon noch davor, da warst du mal, also eine gute Weile schon davor, da hast du das erste Mal gespielt in der Feuerwache Loschwitz in Dresden und da war ich dort gewesen, hatte das mit den Schlüsseln mitbekommen und als wir dann im Stream miteinander gesprochen haben, habe ich gesagt, Mensch, ich bräuchte eigentlich auch mal so einen Schlüssel. Und da muss ich mich jetzt entschuldigen und das geht an meine Mutter. Das war nämlich folgendermaßen. Ich war mit meiner Mutter bei diesem Konzert gewesen und im Jahr darauf warst du nochmal da. Und da wollte ich auch hingehen, das ging aber nicht, weil ich selber ein Konzert hatte. War meine Mutter dann ohne mich dort und die hat so einen Schlüssel mitgenommen. Und als ich geheiratet habe, hat die mir den Schlüssel geschenkt und ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich den ja eigentlich habe. Und seitdem steht der hier bei mir im Studio in so einer kleinen Schatzkiste. Wow. So, und dass ich das nicht mehr vergesse, dass ich ja eigentlich so einen Schlüssel habe. Das wollte ich unbedingt nochmal richtig gestellt haben. Ja, die Schlüssel sind herrliche kleine Freunde geworden. Die Aktion hat ja so ein bisschen ihre Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube schon, dass das Gefühl, so den Schlüssel für deine Probleme oder für deine Ängste zu haben oder für die Türen, die klemmen, das gibt den Leuten schon ein kleines bisschen mehr Sicherheit, die Sachen einfach mal richtig anzugucken. Ich weiß, dass viele von den Schlüsseln viele Leben verändert haben. Das ist total schön.
Ja, also Ja. auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz feine Sache. Die Sarah Katharina Müller schreibt: Ich träume immer noch von Kirstens Elch. Und der Jens, ach so, fragt, was für Tiere bei euch so ans Fenster klopfen. Also ich vermute mal, das war jetzt auf die Jagd bezogen. Das haben wir praktisch. Na, überhaupt. Also wir haben alles hier. Hier die Bären wachen jetzt bald auf und die kommen hier jedes Jahr zu Besuch. Ich habe hier vorne habe ich so vier große Blaubeersträuche gepflanzt und die sind total gut angegangen. Und das sind die ersten Blaubeeren, die reif werden. Und dann setzt er sich da immer rein und dann streiten wir uns immer, wer die Beeren kriegt. Die Ach so. Blaubeeren. Ja. Krass. Ja. Ja, was haben wir noch? Hier grüßen sich ein paar Leute untereinander. Und dann, was haben wir noch? Schwarzbären schauen schon mal zum Hüttenfenster rein. Das war jetzt die Antwort von der Anja auf Jens' Frage. Genau, das hatten wir jetzt gerade. Ja, Und. hier durch das Fenster. Geil. Ja. Na, da musst du ein bisschen aufpassen. Das ist nicht schön, wenn die da sind. Aber meistens kann man sie ganz gut wegjagen. Wie denn? Also wir haben da so wie kleine Knaller, lassen wir da los. Ach So so. wie Silvesterknaller. Ja. Die heißen Bear Bangers. Also. Ne? Praktisch nur ein lauter Knall. Hä? Und dann erschrecken die meistens. Aha. Okay. Passiert da öfter mal was? Irgendwelche. Ja. 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 Meistens aber, naja, nicht meistens. Also es gibt, weißt du, du hast 100 Bären und dann hast du halt einen, dem geht es gerade nicht so gut. Ne? Der hat Hunger oder ist verwundet oder ist alt und die machen dann halt Sachen, um weiterzukommen. Und wenn du denen in den Weg gerätst, dann hauen die dich weg. Ja, das kann auch passieren, ja. Und die Kinder wachsen halt einfach so auf mit dieser Situation und wissen Bescheid. Ja, wir haben halt immer Hunde da, ne? Also Bären mögen Hunde überhaupt nicht. Okay. Und wenn du einen guten Hund hast und der Ruby ist auch, sieht aus, ich hatte ja vorher einen Pongo. Der Pongo hat ja drei ordentliche Bärenkämpfe hingelegt. Ach so. Und ja. Und der Ruby scheint auch sich da gut zu verhalten. Also die wird ja dieses Jahr ein paar treffen. Aber bis jetzt macht die das auch ganz klasse, ja. Was wollte ich sagen? Ach so, die Doreen hat geschrieben, dass sie ihren Schlüssel auch noch gut aufbewahrt hat, und hat ihn offensichtlich vom ersten Konzert in der Mühle mit dir, Jackie und Pavel 2015. Ja, Schon eine ganze ich Weile habe noch her. einen im Schloss Sanssouci versteckt. Echt? Ja? Ja. Okay, und ist das jetzt eine Challenge, dass den irgendwann mal einer finden kann? Nein, das weiß doch keiner. Ach so. Anderes Thema. Okay, haben wir nicht gehört. Schneiden wir raus am Ende. Ich habe noch mal in unseren Stream reingehört von vor 2 Jahren und da, ich weiß auch noch, dass dir öfter mal Saiten gerissen sind und dieses Thema hatten wir da noch mal. Da hattest du erzählt, dass dir im Laufe dieser Tour, die du davor hattest, 73 Saiten gerissen sind und dass du aufgrund der Tatsache von Ernie Ball oder weiß nicht, ob deswegen, aber du wurdest dann von Ernie Ball irgendwie gesponsert oder hast von denen Saiten unkaputtbare Saiten bekommen, die du auch kaputt gekriegt hast. Ja, die haben dann gleich aufgehört, mich zu sponsern. Das wollte ich wissen, Weil okay. ich hatte da mal hingeschrieben, habe ich gesagt, hey, könnt ihr mal das, wir reißen immer Seiten, können wir da nicht mal was probieren? Und weil die hatten diese unzerreißbare Seite irgendwie angepriesen und die waren aber schon sauer, weil ich zwei Pakete bestellt habe. Weißt du, wenn die nicht reißen, brauchst du ja nur eins, so ungefähr. Ja. Aber es hat leider das, irgendwie hämmer ich da komisch drauf. Aber du Ich hast. spiele die Gitarren gar nicht so hart, aber ich habe irgend so ein, ich dämpfe da irgendwas, was da schneller vibriert. Aber es ist jetzt viel besser geworden. Mit der neuen Gitarre ist es auch nochmal viel besser Ich wollte geworden. gerade sagen, du hast ja eine neue Gitarre, ne? Die habe ich gesehen beim Hoppe. Sau cooles Ding. Ja. Hätte man ja sonst auch sagen können, hast du vielleicht irgendeinen Grat drin. Na gut, egal, zu technisch. Pass auf, ich zeig es dir mal. Ja. Ich zeig die gerne mal her. Guck mal, so schön sieht die aus. Das ist doch hier so Carbon irgendwie, ne? Ja, und da ist aber Holz eingelegt hier. Ja, man sieht es jetzt leider ein bisschen verpixelt so durch die Kamera, aber ich habe es ja in echt schon gesehen. Wir können dann auch mal Fotos einblenden vom Hoftheater da. Genau. Oh, hoppla, da sieht man es eigentlich auch. Klingt halt immer schön, ne? Ja. Weiter geht's.
Warte mal, jetzt bin ich hier Bild im Bild, das ist schlecht. Das wollte ich gar nicht. Ich bin so froh, dass du die Technik machst. Ich will damit nichts zu tun haben. War ich jetzt die ganze Zeit schon da oben nochmal zu sehen? Weiß ich gar nicht genau. Nee, eigentlich nicht. Naja, egal. Ja. Ignoriert das einfach mal weg oder kriege ich das hier irgendwie? So müsste es gehen. Okay, der Jürgen hat geschrieben, Grüße aus Hessen, Elch ist super, klasse Sendung, ich liebe solche Sendeformate. Wenn wir im Dezember einen Budenzauber in Gelnhausen veranstalten sollten, dann kriegst du auch einen Schlüssel, so einen richtig alten, hat er geschrieben, der Jürgen Gerlach. Schön. So, und die Sarah Katharina Müller schreibt, und im Goethehaus, das war auf das Versteck wahrscheinlich bezogen, des Schlüssels. Sarah. Da ist auch noch einer. Sarah, das solltest du nicht sagen. Dann haben wir eine Frage von der Peggy Jakob. Zu welcher Rasse gehört Ruby oder ist sie eine Mischlingshündin? Also ihre Mami war ein Labradorhündin, eine schwarze, glaube ich. Und ihr Vater war ein Mix aus einem altdeutschen Schäferhund und einem Husky so ungefähr. Okay. Und, ja. Der Steffen wollte gern noch ein paar Sätze zur Gitarre hören. Also ein bisschen was haben wir jetzt schon gesagt. Das kommt ja auch ein bisschen zeitversetzt an. Welche Marke ist es denn überhaupt? Das ist eine Emerald. Die werden in Irland gebaut. Okay. Und die sind, also irgendwie haben die wirklich, der Klang ist fantastisch von dieser Gitarre. Und das ist halt bei uns hier oben mit dem ganzen Wetter hin und her und kalt und heiß und trocken. Und die verziehen sich nicht so. Hm. Und die verziehen sich halt nicht, ne? Du kannst ja hier eine wirklich gute Gitarre kriegst du locker kaputt in dem Winter, weißt du? Und das ist halt jetzt eine, die bleibt, die stabil bleibt und das ist sehr, sehr angenehm und die ganze Intonation von der Gitarre ist 100%, da kannst du, machst einen Kapodaster an, alles ist immer in Ordnung. Ach so, genau, was ich sagen wollte, ich habe ja die Tontechnik dann praktisch selber gemacht für uns beide im Hoftheater. Du hast ja praktisch nur ein Kabel reingesteckt in die Klampe, keine Effektgeräte, nix, und die klang echt fett. Also der Tonabnehmer da drin scheint auch absolut in Ordnung zu sein. Da war ich begeistert. Ja. Schönes Ding. Musst mir mal im Nachhinein, wenn die Sendung rum ist, kannst du mir mal einen Link schicken vielleicht von der Gitarre. Würde mich einfach mal interessieren. Die kosten dich zwei Arme und zwei Beine, aber es ist wirklich wert. Deswegen habe ich es so gefragt, so unterschwellig, weil die mich mal interessiert, ja. Na, kannst du oberschwellig fragen. Ich hab ja von meinen Fans was dazugekriegt zu meinem 50. Geburtstag. Darum habe ich sie überhaupt gekauft. Na, erzähl mal, was kostet so ein Ding? Ah, die kostet in eurem Geld vielleicht so um die 3, 3,5. Krass. Ganz aber, schön fett, ja. Ja, aber ich meine, klar, als Berufsmusiker, der viel rumkommt, ist das ja das Handwerkszeug, ne? Ja, und ich mag die total. Also ich glaube sogar, dass ich anders singe, seitdem ich die habe, weil sie mir halt ein kleines bisschen mehr Sicherheit gibt, dass die immer in Tune bleibt oder so, ne? Und dann, ich lehne mich ja oft mit meiner Stimme an meinem Spiel an. Mein Spiel ist ja nicht ganz okay. Da muss man ein bisschen aufpassen. Zum Rumkommen, was ich gerade gesagt habe, kommen wir auch gleich nochmal. Vorher noch zwei Sachen. Der Steffen schreibt, dass es im Erzgebirge auch jemanden gibt, der Instrumente aus Carbon baut. Das weiß ich übrigens gar nicht, aber kannst mal einen Link schicken, Steffen, würde mich mal interessieren. Und der Heiko Schütze schrieb und fragte, ob du den König spielen würdest. Jetzt ist es so, ich weiß, vielleicht machst du es ja, wir haben also im Vorfeld drüber gesprochen, wir wollten heute hier ein bisschen mehr reden, als dass wir Musik machen oder beziehungsweise der Holly, weil er das ja in seinen Freitagssendungen macht, aber der Holly hat sich auch nicht komplett verwehrt, mal zur Gitarre zu greifen. Ich weiß nicht, ob du es machen möchtest und wenn ja, ob den König und ob jetzt schon, aber entscheide. Wir machen das anders, Heiko. Also jetzt im Moment habe ich eigentlich keine Lust, vielleicht kommt das noch. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier meinen Kaffee weiter trinken und ein bisschen rumlappen. Klar. Aber vielleicht können wir ja den König einfach in die Freitagssendung moven. Weißt du, wer jetzt gerade zuguckt? Nee. Der Holly, von dem wir gerade gesprochen haben. Grüße, Holly. Schön, dass du hier bist. Wir haben gerade vorhin über dich geredet und über die Zusammenarbeit mit dem anderen Holly. Nur gutes Holly. Dem Driftwort-Holly. Ja, nur gut, das ist definitiv. Genau, und jetzt haben wir jetzt schon dreimal am Rumtouren vorbeigeredet und da wollte ich eigentlich mal anpacken an der Stelle.
Du, wir haben damals ja schon mal über deine Anfänge und so gesprochen und wie das alles losging. Und das will ich jetzt gar nicht nochmal alles aufwärmen, aber zumindest so viel, dass ja deine erste Tour, die du gemacht hast, ja eigentlich schon mal so als Solo-Tour geplant war. So habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung, dass das eigentlich ja gar nicht gedacht war, dass du da mit anderen Musikern groß was zu tun hast. Und plötzlich kam da der Pavel an der Geige, plötzlich kam der Jackie am Bass. Und der Pavel sollte, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, ja eigentlich bloß mal so ein, zwei Gigs mitspielen irgendwie, ne? Und dann, genau, und dann hat er irgendwie viel mehr oder alle sogar mitgespielt oder zumindest die meisten. Und du bist eigentlich dann erstmal eine ganze Weile überhaupt nicht solo unterwegs gewesen, wie du es ja eigentlich sein wolltest. Eigentlich noch nie. Genau. Und das hat sich dann erst geändert letztes Jahr, Ende letzten Jahres so, Oktober, November oder sowas, warst du dann ja hier. Und hast eigentlich da erst deine erste Solo-Tour gemacht. Und lass uns doch da mal ein bisschen drüber reden. Also, die hast du in Deutschland gespielt? Ja. Und die ging von, wann war das gewesen? Ende Oktober ging das los, ne? Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Aber weißt du noch, wie viele? 4 Monate am Ende vom Jahr. Aber welche das jetzt genau waren? Ich glaube, es war so, also in der Hauptsache November, Dezember. Weißt du noch, wie viele Stationen das waren? Also es waren, glaube ich, 24 oder 25 Konzerte und dann sind noch ein paar dazugekommen, so mittendurch, so kleine Sachen, spontane kleine Mini-Gigs, ja, so ungefähr 25 vielleicht. Und nun hast du den besten Vergleich, du warst die ganze Zeit mit Band unterwegs gewesen, mit anderen Musikern, jetzt hast du auf jeden Fall Gigs gehabt, die hast du komplett alleine gestaltet. Wie war es für dich selber? Super. Ja. Super war das. Die Band fehlt natürlich hinten und vorne in den Liedern. Und ich bin ja auch super gerne mit den Jungs auf der Bühne. Aber es ist natürlich auch eine andere Maschine, wenn du so eine Band durch so eine Tour begleitest, ne? Und das organisierst auch für die Band. Was bei der Solo-Tour natürlich nur ein Bruchteil Mühe braucht, ne? Also bist halt alleine und kannst dann auch, selbst die Lieder gestalten sich anders, weil ich die halt jetzt so spielen muss, ohne auf irgendjemand zu achten. Ne? Klar. Ja, du kannst mehr improvisieren noch. Ja, und dann ist es, glaube ich, auch Zeit gewesen, weil ich ja auch sehr textlastig bin, dass die Leute wirklich mal die Texte richtig hören können. Mhm. Und das ist natürlich akustisch mit einer Gitarre und einem kleinen Sänger auf der Bühne. Da hast du dann den Fokus schon mehr auf den Worten auch, wenn du sowas machst, wie ich mache. Und da ist, glaube ich, eine ganz gute Verbindung zustande gekommen. Du spielst ja viel deutschsprachig, aber spielst natürlich auch Englisch. Wie kommt das beim Publikum hier in Deutschland so an, wenn du die englischen Songs auspackst? Verstehen die das trotzdem oder finden die es doof? Ich glaube, denen geht es ähnlich, wie es mir früher ging mit Neil Young. Ich habe Neil Young ja auch nicht verstanden, aber gefühlt habe ich schon, was der meint. Und ich glaube, dass die Leute eher sich an dieses Gefühl halten und deswegen auch die englischen Lieder genauso genießen wie die deutschen. Und es kennen ja trotzdem auch viele Leute Englisch. Ja, klar. Wobei das natürlich auch wieder ein verkorkstes Englisch ist, was ich da singe. Also ich singe ja Sachen auch anders. Und Inwiefern? Na, ähnlich wie im Deutschen. So Wortspielerei. Ich schreibe ja meine Texte nicht literal. Das sind ja nicht... Ja, ja. Heute regnet es. Ne? Ja, ja, ich schreibe ja, wir könnten auch nass werden. Ja, ja. Wie beim König hier mit dem Licht im... Wie geht's gleich? Der Licht in seinem Blick. Ja, warte. Wie ist die erste Zeile? Ich bin dein König. Meinst du das? Bei dem alten... Ach so, bei dem... Dort im Wald... Nimm ich die Hirsche abgeknallt. Der hatte Licht in seinem Blick und hat mich einfach weggeschickt. Seinen König. So geht's. Ganz genau. Vielen lieben Dank. Hat der Heiko noch ein kleines Ständchen bekommen. Wenigstens einen Auszug davon. Und inkomplett, wenn du Glück hast, Heiko, vielleicht am Freitag zum nächsten Livestream vom Holly. Es kamen schon wieder einige Kommentare. Zum Beispiel hatte der
Frank geschrieben, dass Holly alleine sehr intensiv war. Ich habe das auch so empfunden, dass ich habe zwar nur eins deiner Konzerte da miterlebt, mehr ging leider nicht, aber das fand ich auch sehr, sehr stark. Und der Jens hat geschrieben, dass ich zu meinem 50. auch noch eine Spendenaktion bekomme, wenn sie das noch miterleben, weil ich so jung bin. Und ja, egal, auf den Rest muss man nicht eingehen, aber die Zeule Maus schrieb, dass sie den Pavel sehr vermissen. Der ist ja nun unterdessen nicht mehr bei euch im Boot, ne? Ja, Pavel möchte mal eine Pause machen, der, bei dem hat sich im Leben ein bisschen was geändert. Die haben da oben ein schönes kleines Häusel und das, da geben die sich jetzt Mühe. Und Touring ist ja auch nicht jedermanns Sache und so. Aber für dich eben schon, du bist ja sowieso immer schon gern in der Welt unterwegs gewesen, warst jetzt zu 25, wie du sagtest, ungefähr 25 Konzerten deiner Solo-Tour und die gingen durch komplett Deutschland, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie begrenzt. Das war auch das Aufregende, ich habe viele von diesen Venues gespielt, die ich vorher mit der Band gespielt hatte. Ja. Die St. Barbara-Kirche zum Beispiel, also viele Sachen, wo ich dann auch ein bisschen Schiss hatte, kommen denn da die Leute überhaupt, ne? Ja. Dass die Buden auch nicht leer aussehen, ist ja dann auch kacke gewesen. Ja. Und was war das Ergebnis? Aber glücklicherweise sehr gut. Ja, ne? War doch oft voll, oder? Oder war das immer voll? Ich weiß gar nicht genau, wie war denn das Resümee? Es war fast alles ausverkauft. So ja, war's. Krass. Ja, also die Tante Ju in Dresden nicht, aber da gehen nur 900 Leute rein. Mhm. Aber das war schon sehr, sehr angenehm. Besonders das letzte, dieses Arena-Konzert, wo dann die Band doch nochmal dazu kam. Und wir dann so im Kreis saßen in dieser Kirche und haben so eine Unplugged-Session gespielt. Das war super cool. Wie ist es denn zu diesen Konzerten gekommen? Hast du die selber organisiert oder hat das jemand für dich gemacht? Nee, das mache ich immer. Ja. Du bist sowieso, also du bist ja so ein bisschen, du stehst ja jetzt nicht bei irgendeinem großen Management unter Vertrag oder irgendwie sowas und lässt dir das alles so vordiktieren. Du hast halt ein großes Team, das weiß ich. Es gibt ja doch so einige Leute, die dich hintenrum mit unterstützen. Aber letzten Endes läuft das doch alles irgendwie über deinen Tisch, ne? Ja, es ist schon wie ein Stamm entstanden, ne? Ich war immer großer Fan, dass sich die Musik irgendwie trägt, dass man das, was man macht, nicht auch noch bezahlen muss, so ungefähr. Ja. Und so haben wir das von Anfang an mit den Fans aufgebaut. Die Leute, die das wirklich mögen, haben auch kein Problem damit zu schieben. Und es kann jeder zu jeder Zeit rein oder raus. Ne? Mhm. Also wenn dich der Triffel Holly irgendwo langweilt, dann brauchen wir keine neuen Projekte zusammen machen. Aber der Moment ist halt noch nicht eingetreten. Und ich bin also völlig fanfinanziert bis hierher gekommen. Bei mir ruft auch kein Label an oder was. Aber es scheint vielen Leuten wichtig zu sein und es scheint vielen Leuten Spaß zu machen. Und mir macht das so auch Spaß. Ja, weil was wäre denn, wenn ein großes Label jetzt käme, Universal oder sowas, kommt jetzt und sagt, Mensch, Holly, machst eine gute Sache, lass mal zusammenarbeiten. Na, das wäre total interessant. Klar würde ich mich mit denen unterhalten, weil dann gibt es wieder andere Ebenen, auf denen man sich bewegen kann. Ich würde, und der Jackie auch und der Basti auch, wir würden auch gerne mal was richtig Großes spielen, aber ich selber kann mich da nie hinspielen, das dauert ewig. Hm. Ne? Aber ich hätte schon mal Lust, so einen richtigen Kracher loszulassen auch. Ja. Das wäre auch so ein Ding gewesen, was mich noch interessiert hätte. Also ich kenne dich von unterschiedlichen Bühnen und du kannst ja sowohl auf ganz, ganz kleinen Bühnen spielen als auch auf großen. Ob du dir vorstellen könntest, so ein Stadionkonzert zu spielen oder zumindest mal sowas richtig Fettes oder ob das dann gar nicht mehr dein Ding wäre, weil dann vielleicht der Bezug zum Publikum ganz anders ist. Der Bezug zum Publikum muss ja da nicht verloren gehen. Also ich war in Arena-Konzerten, da hatte ich totalen Bezug zu dem Mann, der da auf der Bühne stand. Mhm. Also könntest du dir schon vorstellen? Ja, absolut. Man weiß natürlich dann nicht, wie das ist, wenn das eintritt. Ne? Also da werde ich schon ordentlich Lampenfieber davor haben, wenn sowas mal passiert. Aber also so emotional interessieren würde mich das total. Ja. Mhm. Ja, wir hatten ja dann auch schon mal drüber rumgesponnen, ob wir es nicht einfach andersrum aufziehen sollte, weil ich ja nur auch schon älter bin und wie gesagt, irgendwann hat man ja da auch keine Zeit mehr. Wenn ich jetzt noch 10 Jahre spiele, dann könnte das vielleicht mal irgendwie da hinkommen, aber man könnte es auch andersrum machen. Man könnte einfach anfangen, Tickets zu verkaufen über 1-2 Jahre für ein Open Air und wenn eben eine bestimmte Zahl von Menschen zusammengekommen ist, die alle ihren Eintritt schon bezahlt haben, dann hast du ja diesen Topf voll Gold und dann ziehst du das Ding auf.
Aber das ist bis jetzt noch beim Gedanken geblieben. Ja, aber das sind halt so Gedanken, die wir manchmal so in der Band bequatschen. Einfach, man kann ja mit der Musik auch spielen gehen und darum geht es uns eigentlich, dass wir das Driftwood Holly Projekt ist ja für alle Bandleute, die da drin sind, auch nur ein Seitenprojekt. Die haben ja alle ihre Projekte laufen, ne? Und da ist das bisschen, Driftwood Holly ist so ein bisschen der Spielplatz. Gibt es irgendein Konzert, wo du sagst, das hat sich, also im Rahmen der Solo-Tour, das hat jetzt so hervorgestochen, das war jetzt, also wirklich Solo jetzt, nicht wo die Band noch mit dabei war, sondern bei von betrachtet die Gigs, wo du alleine warst. Da, also spontan fallen mir da zwei ein. Eins war in Schlievers Weinhandlung in Berlin, wo ich dann zeitgleich das erste Mal mit Holly Lose gesungen habe. Vor einer ganz kleinen Mini-Crowd. Ich weiß gar nicht, wie viele da Leute drin waren. 10 oder so. Das ist eine ganz kleine Bude. Ich weiß ja, ich war auch Und schon da. der Holly kniete dann so am Mikrofonständer und hat sich noch geduckt, dass er niemand im Weg ist. Und dann haben wir da das erste Mal das Lied gespielt. Das war ein super cooler Moment. Und dann natürlich St. Barbara Lichtentanne, weil das war das erste große Konzert, was ich je gespielt habe. Und die jetzt auszuverkaufen und dann dort wirklich auch diesen Vibe zu fühlen, da ist immer super Sound, der Mirko macht dort Sound, ein absoluter Hexer am Pult. Und dann waren die Leute so richtig schön warm und wir hatten total guten Kontakt zueinander. Das war schön. Weißt du aus dem Hut, wie Besser viele? geht es dann nicht mehr. Weißt du aus Bitte? dem Hut, wie viele da reingehen? 200 oder so. Ja, cool. Aber oder 180, ich weiß es nicht. Wird immer geknietscht. Reingeknietscht. Die Christiane schreibt in den Chat, dass sie in Dobraschütz war oder waren, mit Begleitung offensichtlich, und das war ein super Abend, schreibt sie. Die Grit schreibt, Waldcamping Thalheim war auch schön. Ja. Ja, Die waren dann. alle schön. Die waren alle auch so verschieden. Ne, gerade Dobraschütz, die kleine blaue Kirche, die ist immer rammelvoll. Was haben denn Und eigentlich. da musst du wirklich an 54 Kühen vorbeifahren, dass du erstmal da hinkommst. Und dann ist da die Kirche und dann ist die knallvoll und dann sitzt da ein Organist, der noch mit Orgel spielt. Und oh, warte, jetzt ist hier was umgeflogen. Warte mal. Ich muss dich mal umbauen, bei mir ist gerade der Strom alle geworden hier. Ach du Liebe, haben wir jetzt nochmal Schwierigkeiten. Siehst du mich noch? Ich sehe dich, ja, alles gut. Oh, gut. Was sagen denn die Leute eigentlich? Also zu der Solo-Tour nachher hast du ja bestimmt auch Reaktionen bekommen, während die ja irgendwas gesagt haben. Ob die das jetzt besser fanden, schlechter, anders gut oder sowas. Gab es da Reaktionen? Ich glaube, die fanden das alle ganz schön gut. Ja. Also es sind viele gekommen, die halt gesagt haben, wow, die Texte sind verstehbar jetzt so in diesem Kontext und jetzt konnte ich in dem Lied mit dir rumwandern und so. Erzählst du mehr auf der Bühne, wenn du solo bist? Naja, das hängt immer, du kannst nicht immer erzählen, weil wenn dir nichts einfällt, was irgendeine Relevanz hat, dann solltest du lieber ein Lied spielen. Ja. Aber natürlich so auch, dass du, wenn du solo auf der Bühne bist, und du bist über den ersten Schock drüber weg, dass du jetzt solo auf der Bühne bist, dann hast du natürlich auch alle Zeit der Welt. Ne? Und darum konnte ich in den Solo-Gigs den Speed ein bisschen rausnehmen, der dich sonst immer so durch das Programm treibt, weil du denkst, du musst alle zur selben Zeit unterhalten, die Band und die Audience, die Zuschauer. Aber wenn du alleine bist, dann bist du erstmal ziemlich zufrieden. Gibt es für dich so Unterschiede von den Regionen, wo du spielst? Hast du das irgendwie mal so feststellen können, dass die Leute irgendwo anders drauf sind? Oder ist das relativ gleich? Ich glaube schon, dass die Leute, die zu unserer Musik kommen, so ein bisschen alle demselben Stamm angehören. Egal, ob die aus Mecklenburg-Vorpommern sind oder aus Sachsen oder so. Also die verstehen sich auch untereinander immer alle ziemlich gut. Aber spricht natürlich eine bestimmte Gruppe Mensch an, was ich mache. Ja. Und darum sehe ich da territorial keine großen Charakterunterschiede. Okay, na klar. Logisch, weil du halt eben auch ein ganz bestimmtes Konzept hast, live auf der Bühne. Das geht ja sowieso eigentlich nur in diesem Konzertformat, ne? Du kannst ja jetzt eigentlich schlecht jetzt plötzlich sagen, du spielst dich jetzt mal durch sämtliche Pubs irgendwie, oder? Das habe ich früher gemacht,
Da habe ich immer gedacht, wenn in den Pubs dir niemand zuhört, dann ist deine Musik noch nicht gut genug. Und dann habe ich aber mal gemerkt, dass das ein völlig anderes Konzept ist, was die dort wollen. Naja. Dass das mehr im Hintergrund bleiben sollte oder eben zum Tanzen anregt. Und beides mache ich nicht. Also ich bin keine Hintergrundmusik und ich bin auch noch keine Tanzmusik. Ich bin da genau in der Mitte. Und darum, wenn ich jetzt in diese anderen Gebäude gehe, wo Leute da sitzen und nicht während des Konzerts essen, dann funktioniert meine Sache viel besser. Ja, das wäre wahrscheinlich dann auch mehr Arbeit als Spaß für dich, ne? Wenn du dann einfach nur dafür sorgen müsstest, dass alle irgendwie. Na, das war eigentlich nur grausam. Ja, glaube ich. Ja. Sag mal, was ist denn eigentlich, sind so die zwei, drei Songs, die sich immer am meisten gewünscht werden von dir? Wenn du jetzt so bei so einem Livestream bist und jetzt könnten die Leute sich aussuchen, was sie von dir hören wollen würden, was denkst du, was würde kommen? Also da kommt meistens, wenn ich die Livestreams anhabe, so eigentlich so ein bunter Blumenstrauß an Wünschen. Aber wenn ich jetzt mal einen Finger draufhauen sollte, ist Mothers, König, eine Wanderbraut. Das wären jetzt so die ersten drei, Ich würde ich habe mal so sagen. mal geguckt, bei Spotify bist du ja auch vertreten. Das war übrigens Ja. interessant, du hast nämlich irgendwann mal gepostet und gefragt, ob du das überhaupt machen solltest oder nicht, was die Leute darüber denken und sowas. Du bist es ja nun, du bist mit deinen letzten beiden Alben bist du zumindest da vertreten. Bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen wollte, wie stehst du jetzt dazu? Also wenn du dagegen wärst, wäre es ja wahrscheinlich nicht mehr Das online, aber. ist absolute Katastrophe, ist das. Aber du bist ja trotzdem da. Naja, aber ich bin nur noch da, aber es passiert ja nichts mehr. Es ist, ich hab, wir haben da unser, du musst ja dann dein Profil anlegen und dann lädst du da deinen ganzen Kram hoch und dann machst du diese schönen Aufnahmen von deinen Covers und irgendwann kriegst du dann mal, das lief bei mir an, das ging dann so auf 3.300, 3.500 Listenings per month hoch und dann kriegst du mal so $50 geschickt. Und dann hat aber irgendjemand so einen elektronischen Schalter umgelegt auf meiner Webseite und dann ging das nicht mehr durch die Webseite und auf einmal ist das weg gewesen. Ja, und das ist auch noch nicht wieder angelaufen. Obwohl ich noch dort bin, kommt von dort nichts mehr. Aber ich habe Und okay. naja, für mich ist es jetzt wirklich, also ich bin fertig damit jetzt. So, ich habe zwar mein Zeug noch dort, aber ich passe da nicht mehr auf, was dort passiert. Wenn ich eine CD verkaufe, ist mir das viel mehr wert. Oder wenn Leute virtuelle Tickets bei dem Livestream kaufen, was jetzt ja auch losgeht, wo ich sehr dankbar drüber bin, auch dass die Leute sagen, hey, komm, wir kaufen uns das Ticket, dass das bei dem weitergeht. Ja. Der lässt uns gut fühlen und so machen wir das jetzt auch den anderen Weg wiederum. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass die Kunst ist, und das ist ja auch eine Sache, die durch die Zeit jetzt mit entstanden ist. Die Kunst ist jetzt auf einmal viel wertvoller geworden wieder. Die Leute hören sich gerne Lieder an, die Leute hören sich gerne dein Zeug an oder Audiobooks, da sind überall Künstler dahinter. Es gibt jetzt virtuelle Galerien, ne? Und deswegen hört ja die Kunst nicht auf. Jemand muss das machen und die sind, glaube ich, gerade übelst wichtig, die Leute, ja. Ich bin nur einfach nur noch mal drüber gestolpert über Spotify. Ich habe deswegen einfach nur noch mal geguckt, weil mir das eingefallen war, dass du das eben mal gesagt hast. Und deswegen habe ich noch mal geguckt, ob du da bist. Und dort habe ich dann wiederum gesehen, dass die Plays also gar nicht mal so wenig sind. Also finde ich jetzt pro, also die du Ich da war doch hast. schon 2 Monate nicht dort. Also Me and Lily hat zum Beispiel gerade 8.400. Oh. Das ist das, was allerdings auch mit weitem Abstand erstmal die meisten hat. Und dann, deswegen habe ich dich gefragt, welche Songs sich am meisten gewünscht wären. Kommt das Schlüssellied mit aktuell 3000, Echt? ja, mit aktuell 3000. Hitparade. Und dann kommt, also ich sag mal noch die zwei, drei nächsten, dann kommt Jetzt tanze ich, dann kommt Wanderbraut und Mothers. Also Wanderbraut und Mothers sind so auf dem gleichen vierten Platz, so, ganz aktuell gerade. Habe ich vorhin erst nochmal geguckt. Und weißt du, was ich Wow. witzig finde? Wenn du bei Spotify bist, siehst du ja dann immer noch Künstler, die also die dir dann noch vorgeschlagen werden, weil die Fans die irgendwie auch mögen und sowas und weil das dann meistens beide hören. Und da steht dann auf Platz 1 Anton Günther. Außerdem East Blues Experience, Gundermann und Bergsänger Geier. Das sind die, die damit auftauchen. Nur so als, dass man es Ja, mal. die ersten
vier kenne ich, den letzten kenne ich nicht, aber die ersten vier höre ich an, das stimmt. Auf jeden Fall lustig. So, was haben wir denn? Jetzt kamen ja noch einige Kommentare. Die meisten sind ja Unterhaltung untereinander. Die Anja schreibt, wir sind ein toller, bunter Haufen. Das stimmt. Also das ist ja auch ein Riesenstamm, der da wirklich an dir dranhängt und ganz treue Leute. Du hast das gerade eben schon gesagt mit diesen Tickets, die man da kaufen kann. Also du nochmals zu diesen Streams, die machst du also jeden Freitagabend und man kann da praktisch ja Tickets erwerben. Man muss es nicht, aber man kann es, wenn man dich unterstützen möchte. Wie macht man denn das? Ja. Ja, das ist, bleibt alles total freiwillig, weil vielen Leuten geht es ja finanziell auch voll scheiße gerade und das sind 5 Euro viel Geld. Die können das gerne, sind herzlich eingeladen, das so anzugucken. Und die Leute, die gerne wie zu einem Konzert gehen möchten und der Sache auch diesen Wert entgegenbringen wollen, die gehen entweder auf die Facebook-Seite von der Anja, meine Supersekretärin da drüben, Anja Blaue, und können, dann kriegen die da eine IBAN. Oder ihr könnt auf meine Webseite gehen und da ist so ein Donate-Button. Wenn ihr da drauf drückt, geht es noch zu dem PayPal-Ding und dann schickt ihr das dorthin und so. Dann haben die das. Ja, ich habe es gar nicht. Also, das ist jetzt aber kein fester Preis, sondern das ist praktisch freiwillig oder hatte ich das nicht verstanden? Ja, total. Also, okay. Das, was du willst. Ne? Das ist wie wenn du mir ihn ausgeben willst. Okay. Manche Leute hauen da auch ganz schön drüber. Ja, ist ja aber cool. Das ist ja auch eine Wertschätzung. Ne? Ja, und es ist eine Wertschätzung, es ist aber auch, es macht Sachen möglich. Ich kann also dann, wenn ich anfange, dass ich die Sache hier nachhaltig weiter betreiben kann, dann kann ich halt Bühnenbilder bauen, dann kann ich andere Plätze suchen, dann kann ich vielleicht mal einen Gast einladen und solche Geschichten. Ne? Weil wir werden schon für eine Weile getrennt bleiben und wir sollten das kultivieren. Ja. Da schließt sich vielleicht jetzt die Frage vom Steffen an, der fragt, und jetzt nochmal zu den Plänen, was haben wir in den nächsten Monaten zu erwarten? Gibt es eine neue Tour, fragt er. Ich sehe das eigentlich so, mein Sommer hat sich ja jetzt auch geändert, weil ich war ja eigentlich eingeladen, Vorband von Larkin Poe in Zwickau mal zu werden, für einen Gig. Okay. Das ganze Ding ist wieder... hat sich natürlich aufgelöst. Darum ist aber auch die Folgetour nicht entstanden, wo ich vielleicht gerne mich die Elbe hätte runtertreiben lassen, sowas. Und jetzt bin ich praktisch den Sommer hier und es bahnen sich ein paar interessante Sachen an, wo ihr mich begleiten könnt. Also ich werde wahrscheinlich so kleine Filmchen machen oder auch ein paar Live-Berichte von anderen Plätzen im Busch. Mhm. Bei uns hat es ja voriges Jahr übelst gebrannt. Also hier sind ja Massen von Quadratkilometern abgebrannt. Und ein Jahr später gibt es dort immer Pilze, die da wachsen, Morels. Und die werden wir vielleicht ernten gehen dieses Jahr. Und in so einem Brand ist es ja auch wunderschön. Ne? Da hast du so, alles ist schwarz und die ersten Gräser kommen wieder durch. Und wahnsinniges Bild, da drin zu stehen. Vielleicht so ein paar Fotogeschichten. Ja, und dann müssen wir natürlich alle sehen, wann wir überhaupt wieder touren können. Also ich glaube, das wird nicht so schnell gehen. Ne? Und darum glaube ich, dass ich immer weiter an dem Format arbeiten werde, dann euch da irgendwie mit einzubinden in diese Freitagssendung. Ja. Mit Fragen oder mit kleinen Projekten. Heißt ja auch, falls jemand von euch irgendwie noch Ideen hat, interessanter, könnt ihr euch ja vielleicht auch an den Holly wenden. Vielleicht gibt es ja noch was, was er damit einbauen kann, was gut ist für euch. Je mehr Rückmeldungen da kommen an dich, schätze ich mal, desto besser ist es ja auch für dich, dass du ein bisschen weißt, was die Leute wollen. Aber ich glaube, du bist da jetzt echt schon auf einem wirklich guten Weg mit dem, was du da machst. Ich gucke da auch sehr gerne rein. Na, das glaube ich auch. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe, aber wir haben manchmal so ein Delay drauf, da weiß ich nicht, wann du fertig bist. Alles gut. Was ich glaube ich auch noch irgendwie gut organisieren lässt jetzt in den Zeiten, ist, dass du halt so transatlantische Lieder zusammen machst. Weil jeder zu Hause sitzt und die meisten haben irgendwie so ein kleines bisschen Aufnahmegerät zu Hause oder ein Zoom oder irgend sowas. Mhm. Ich glaube, dass da aus dieser Ratlosigkeit jetzt auch ein paar richtig coole Lieder rauskommen, weil die sind alle gerade. Ne? Mhm. Ja. Bin ich gespannt auf jeden Fall. So, ich gehe mal hier die Kommentare weiter durch. Der Volker hat geschrieben, ich würde mir als einen gevoteten Song Hurt wünschen. Hattest du den nicht letztens schon oder wolltest du? Weiß gar nicht mehr. Ja, den habe ich gecovert. Der kam in der letzten Sendung. Genau. Und du kannst dir die letzte Sendung einfach angucken und da ist das schon drin. Genau.
Dann fragt der Ralf, die Frage kann ich sogar beantworten, ob es dich auch auf Vinyl gibt. Also ich weiß, die Aura Borealis, die, ja, die gibt es ja auf Vinyl, ne? Warte mal, habe ich vielleicht noch eine? Eine habe ich noch. Ja, nee, ich habe noch mehrere. Die Kisten sind noch fast voll. Aber so sieht's aus, die gute hier. Die Aura Borealis gibt es auf Vinyl im Doppelalbum hier. Mit großem plastischen Bild. Da. Ja, gibt's. Also Ralf, kannst du zuschlagen, wenn du nicht weißt, wo? Die Anja, siehst du, sehe ich gerade, hatte dir auch geantwortet. Also im Zweifel vielleicht auch über die Anja beziehen, denke ich mir mal so. Oder zumindest wäre sie ein guter Ansprechpartner dafür. So, dann kamen ja noch ein paar liebe Grüße zwischendrin. Und der Heiko sagt, dass die Anja das total genial macht. Also ja, die fällt immer wieder, ihr Name, die wirbelt und macht. Ja, da haben wir eins der ersten Konzerte, habe ich in der Foxhill Cabin gespielt. Eine ganz kleine Bude, gehen 30 Mann rein, die gehört Anja und Frank. Genau. Und seitdem sind wir eigentlich ein ziemlich gutes Team, die so ein bisschen voneinander profitieren. Super. Der Frank Blaue schreibt, dass die Livestreams hoffentlich nicht deine Touren komplett ablösen. Nee, natürlich nicht. Wir sind ja alle, wie hieß das in Deutschland? Bühnenschweine. Wir wollen ja auf die Bühne und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Kick, nicht klar, wenn wir live. Also morgen würde ich das machen. Dann schreibt die Doreen noch ein paar Zeilen mehr. Sie schreibt: Ich denke, dass in dieser Zeit jetzt eher verstanden wird, dass ihr Künstler nicht nur da seid, um uns etwas zu bieten, sondern dass wir auch dazu beitragen müssen, dass es euch gibt. Ein Konzert ist schnell gekauft. Was? Ein Konzert ist schnell gekauft, es ist fertig. Man klickt sich eben nur ein Ticket in den Warenkorb und dann geht man irgendwann mal hin. Ja. Das war jetzt, das was jetzt gezeigt wird, das ist so klein hier, Mensch. Das, was jetzt gezeigt wird, die Livestream-Konzerte, das ist echt. Das ist jetzt und man sieht, was ihr macht und man weiß alles neu und vor allem noch mehr zu schätzen. Ich mag diese Zeit sehr, es macht Kunst und Künstler nahbar. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ja. Ist auf alle Fälle ein Effekt dieser Zeit, dass man an verschiedene Leute gerade sehr, sehr intim rankommt. Und das genieße ich auch. Also es gibt hier zum Beispiel in Kanada so eine Band, die heißt White Horse. Und es ist ein Duo, die haben halt das Glück, dass die auch zusammen spielen. Also die sind jetzt praktisch in der Wohnung zusammen und isolieren da zusammen und haben aber wie eine kleine Band und die kann man sich jetzt hier im Wohnzimmer anhören. Also das ist ja super stark. Mhm. Die Claudia schreibt, Claudia Jäger, Holly, bin voll dabei, mag deine Geschichten, schön dich erzählen zu hören, immer eine Inspiration. Wenn wir uns nicht sehen können, mag ich deinen Livestream jeden Freitag. Und ja, danke Claudia und repariert den Zufluss von deinem Fischteich. Der Steffen schreibt, habe ich, das ist wahrscheinlich auf die Vinyl bezogen. Dann schreibt Imke Grüner, ob es das Songbook mit den Gitarrengriffen noch gibt. Also ich habe eins hier, guck mal. Zumindest, ich weiß nicht, ob es noch eins gibt, aber das hier, das habe ich da sogar. Das kann ich dir sogar mal in die Kamera halten hier. Das ja, ist genau. Auch, das von Aura Borealis ist fertig, das von Casanova ist noch nicht fertig. Aber da bin ich ein bisschen faul gerade. Aber das kommt noch. Da arbeite ich aber gerade nicht dran. Aber die Aura Borealis, die gibt's. Die kann man auch wieder der Anja Blaue fragen oder die Zaubergrit hat auch noch ein paar. 36 Leute auf 16 Quadratmeter, schreibt die Anja. Das ist nochmal zu ihrer Holzhütte da wahrscheinlich der Kommentar. Ja, da ist immer schön warm drin. Die Hüttenmusik ist immer so herrlich, schreibt die Donata. Und jetzt ist ja genau das, was das ist ja jetzt auch nur Hüttenmusik, was wir jetzt machen. Wir kommen jetzt praktisch hier auf der Holzhütte. Genau. Die steht irgendwo auf dem Nordpol und dann habt ihr das alle zu eurem, in euren Wohnstuben. Dann schreibt der Ralf, das hat sich gerade erledigt, ob es für das neue Album auch ein Songbook geben wird. Das haben wir ja gerade beantwortet, also du. Oh, der René grüßt uns. Hallo René, beste Grüße zurück. Ja, okay, der Rest war mehr so Gespräch untereinander. Okay, ja. Wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Solo-Tour waren wir eigentlich durch, oder? Gibt es noch irgendwas Interessantes zur Solo-Tour zu erzählen? Nö, das war wunderbar, wie das war. Und am Ende nochmal drei Bandkonzerte, die haben ja auch super gut getan, haben wir die Jungs nochmal gesehen und eine volle Latte gespielt. Nö, das
Das eine schließt das andere nicht aus, ja. Die Anja schreibt übrigens, dass sie auch wieder ein paar Songbooks braucht. Ich weiß ja nicht, wo die dann herkommen. Schickst du die dann immer hierher, wenn die dann alle sind, oder gibt es da irgendwie? Keine Ahnung, wo die sind. Wahrscheinlich sind die alle in meinem VW-Bus und da steht irgendwo zur Reparatur. Okay, und die Brigitte schreibt, ich finde es auch in dieser Zeit toll, dass viele Künstler Livestream-Konzerte anbieten, doch es kann nicht sein, dass die Bezahlung völlig unzureichend ist und jedem selbst überlassen wird. Hoffe, es finden bald wieder Live-Konzerte statt. Ja, es gibt ja auch so Sachen, ja. Und ich bilde mir ein, du hast das auch mal geschrieben. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile mal drüber nachgedacht, dass es doch auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel auf Seiten wie Patreon zu gehen. Kennst du ja sicher auch. Also hast du, glaube ich, sogar auch mal gefragt, ob die Leute das für sinnvoll halten. Ja. Bist du aber nicht, ne? Ich bin noch nicht drauf. Irgendwas hält mich da noch zurück davor. Wahrscheinlich auch, weil unser System bis jetzt ganz gut so funktioniert. Ja, ist, glaube ich, auch ganz gut so. Für die, die das nicht wissen... Red du mal. Okay. Für die, die das nicht wissen, also Patreon ist eine Seite, die... auf der man praktisch einen exklusiven Zugang bekommen kann. Also ich sag mal, es gibt zum Beispiel einen Gitarrenlehrer, der macht Online-Unterricht und stellt ein paar Videos ins Netz und sagt hier, ich zeige euch kostenlos, wie das geht, aber wenn ihr jetzt auf meine Patreon-Seite kommt und euch da anmeldet, dann bekommt ihr auch noch, was weiß ich, die Noten dazu oder noch einen Extra-Kurs oder so. Am Beispiel eines Gitarrenlehrers. Ja. Und ein Musiker kann das natürlich genauso machen, dass er dort irgendwelche Inhalte anbietet, die sonst keiner kriegt, außer eben seine Patreons. Also die Leute, die ihn unterstützen. Und genau deswegen bin ich noch nicht dort. Genau deswegen, weil ich würde das eigentlich anders machen wollen. Wenn du, der Vorteil von Patreon ist, dass du als Künstler weißt, was du hast. Du hast halt so und so viele Leute, die jetzt in den Club eingestiegen sind, weil die merken, dass denen das gut tut. Die wollen dich unterstützen und dann hast du eine bestimmte Summe pro Monat und kannst frei deine Kunst machen. Das wäre eigentlich der Idealzustand, um Kunst zu machen, ne? Dass du nicht immer Kunst produzieren musst, um zu leben, sondern das ist schon gesichert und dann machst du deine Kunst. Da kommt nochmal eine ganz andere Kunst raus. Aber viele von diesen Patreon-Sachen sind halt dann, die kriegen dann extra Videos, die kriegen dann intime Einblicke in die ganze. Und schon hast du wieder, bist du total verfitzt electronically, das dann auch alles rauszugeben und hast wieder denselben Druck wie vorher. Ja, darum. Ja. Resoniert das mit mir noch nicht so doll. Aber trotzdem nochmal, also es gäbe zumindest diese Möglichkeit, da kann man dann noch Abstufungen machen, dass man also den Künstler oder den, was auch immer, wer sich da anmeldet, eben mit verschiedenen Beiträgen unterstützt. 1 Euro im Monat, 5 Euro im Monat, 10, 20 oder sowas und dann entsprechende Gegenleistung bekommt, praktisch wie so ein Crowdfunding, was aber praktisch dauerhaft läuft. Kann man nutzen, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass wir vor allem hier in Deutschland, erstmal unabhängig davon, ob man das System mag oder nicht, das ist ja eine englische Seite und die gibt es auch nicht in Deutsch. Also jedenfalls wüsste ich es nicht. Und ich glaube, dass da die Hürde... Bitte? Da gibt es andere Seiten, aber es ist auch eine ganz andere Kultur. Zum Beispiel in Deutschland kaufen die Leute gerne Konzerttickets. In Europa insgesamt kaufen Leute gerne Konzerttickets. In Kanada ist das wieder ganz anders. Also hier kauft... kaum jemand Musik, hier ist die Barmusik und die ganze Unterhaltungsmusik auch oft einfach frei. Ne? Und da sind aber solche Patreon-Systeme wieder mehr zu Hause hier. Ne? Hier haben viele Künstler das, aber in Europa ist wieder andersrum. Da haben wir halt bis jetzt unser Geld wirklich mit dem Touring verdient, aber das ist halt jetzt nicht mehr da. Ne? Der Jens Josef schreibt... Es kann eigentlich nicht sein, dass bei den Livestreams nicht jeder Zuschauer einen Obolus da lässt. Sollte ja machbar sein. Ja. Nö, das ist mir total egal und das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Die Leute, die das nicht wollen, die auch das System des Bezahlens nicht wollen oder die auch das nicht können, die sind super herzlich eingeladen. Wir lassen das total freiwillig. Kann jeder immer mit dabei sein. Okay. Weißt du, der nächste Schritt ist ja dann, dass du es nur mit Ticket zugänglich machst. Ne? Das gibt es ja jetzt auch schon, diese Plattform. Kaufst dein Ticket vor und dann kriegst du den Link und dann geht erst der Livestream an. Da will ich eigentlich nicht hin. Naja, du würdest dich damit ja vor allem auch wieder extrem einschränken. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Livestream und bei deinen Freitags-Livestreams ist ja immer noch die Chance, dass die Leute das teilen und in irgendwelche Gruppen reinschmeißen. Dann ist das nachträglich noch verfügbar. Was viel wichtiger ist, dass die Shows gut werden irgendwie, dass wir anfangen mit der Möglichkeit, dieses Home-Broadcasting, was wir jetzt alle machen,
wirklich anfangen, eine richtige Show aufzubauen. Licht und wir können Sound machen und wir können verschiedene Atmosphären schaffen und wir können auch zu verschiedenen Tageszeiten. Ich würde auch gerne mal eine Mitternachtsshow machen, weißt Klar. du? Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da bei dir noch alles geplant ist. Du scheinst ja auf jeden Fall Ideen ohne Ende zu haben und musst es eigentlich nur noch Bei umsetzen. mir kocht's. Na? Ja, genau. Gemeinsame, also weitere Projekte, da hast du schon gesagt. Also eins gab es jetzt schon mit dem Holly Lohse und noch weitere sind geplant, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, oder? Das kocht noch so ein Nee. bisschen. Ja, nee, die sind auch nicht spruchreif. Das ist ja wie Angeln, ne? Ich lege da überall Köder aus und manchmal schnappt einer zu und manchmal nicht. Aber manchmal muss man auch warten. Bist du an neuen Songs dran gerade? Ja, einer ist jetzt gerade fertig geworden. Den spiele ich auch total gern. Da braucht man ein kleines bisschen Kosmetik. So, die Teile sind noch nicht ganz cool zusammengefügt. Aber es geht praktisch so um diese, geht auch wieder um die Zeit, aber es geht gerade um den Fakt, dass halt manche von unseren Freunden schon gestorben sind und manche noch da sind. Also diese Dualität von den lebenden und den nicht mehr lebenden Charakteren, die du in deinem Leben so triffst, ne? Und trotzdem sind wir ja alle so in dieser Transition, in dieser Bewegung in dieselbe Richtung. Also darum geht es in dem Lied, ja. Du bist ja jetzt gar nicht einer von denen, die sagen, jetzt habe ich den neuen Song gemacht, ich mache noch 10, 12 andere, ich halte das aber alles unter Verschluss und dann haue ich das raus, wenn die neue Platte kommt, sondern du spielst das ja doch vorher gern schon mal an, ne? Ja, ich bin da ein bisschen eine Plappertasche, weil wenn ich mich da an die ganzen Regeln halten würde, da wird es mir zu langweilig. Weißt du, wenn du so ein Lied fertig hast, dann bist du ja auch total aufgeregt. Also mir geht es jedenfalls so. Und da kann ich nicht noch warten, bis dann noch 11 Lieder kommen. Jetzt kommen wir schon zu dem, was die Anja gerade geschrieben hat. Die sagt nämlich, na dann los, lass mal hören. Mal sehen, ob ich es zusammenkriege. Nur ein Stück. It's been a hardcore summer. The last of its kind. He's over in that field now for a hell of a ride. Who's gonna fill these gumboots with mud and blood and slime? It's been a hardcore summer. The hell of It was a hell of a rain. Hell of a rain. Das könnte schon mal üben. So ungefähr klingt der. Super, super cool. Vielen Dank für den Einblick. Das ist richtig schön. An der Stelle vielleicht gleich mal für euch Zuschauer jetzt nochmal der Anstoß, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es mal gleich in den Chat. Ich würde nämlich sagen, wir kommen vielleicht Ja. so langsam zum Ende Genau. der ganzen Sache. Ich danke dir an der Stelle jetzt schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, mich und uns hier so zu unterhalten, mit uns zu quatschen, mit uns nochmal einen schönen Abend zu verbringen. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas loswerden wollt, dann macht es mal. Ein paar Minuten warten wir mal noch auf irgendwas, was da kommen könnte. Die Kerstin schreibt, es geht doch nichts über das reale Erleben eines Konzerts, Theaterstücks. Ich kaufe sehr gerne und ich kaufe aber auch sehr gerne virtuelle Eintrittskarten. Ja, naja, im Moment müssen wir das ja tun und wir werden ja auf jeden Fall erfahren, wenn dann Ich doch wieder meine, wenn eine du es mal Tour. so siehst, jetzt wäre ich ja sowieso nicht da. Ne? Ja. Jetzt in dem Moment wäre ich sowieso nicht da. Und da ist das eigentlich wie eine kleine Bonussache. Und ich wollte das schon immer kultivieren. Ich wollte das schon immer mal so ans Leben rufen, diese ganze Livestream von zu Hause-Geschichte, weil da halt auch immer viel passiert hier. Und jetzt ist das einfach. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Freitag alle. Also Freitag auf der Seite vom Driftwood Holly, seid ihr alle dabei? Schickt mir die Fragen. Schickt noch Fragen, wenn ihr wollt. Letzte Chance. Danach werden wir den Livestream beenden. Ich habe übrigens vergessen, nebenher die Rechneraufzeichnung zu machen. Das heißt,
Ich mache das immer und schick das dann nochmal ins YouTube hoch zum Nachgucken. Das kann ich dann trotzdem, indem ich es vom Facebook wieder runterlade und dann bei YouTube wieder hoch. Da ist dann nur die Qualität leider nicht mehr ganz so geil. Aber man kann es ja auch hören, das reicht zu. Und beim Hören ist die Qualität eigentlich so ziemlich die ähnliche. So, Dann bedanke ich mich bei dir und ich wollte das noch sagen. Die ganzen anderen Bands, die jetzt auch alle rumsitzen, ruft mal den Weisker an hier und lasst euch mal interviewen. Der macht das nämlich immer total schön. also ich hätte voll Bock. Vielen Dank übrigens für diese lieben Worte, die du ja auch in deinem eigenen Livestream schon mal gebracht hast. Ganz lieben Dank dafür. Und ja klar, ich habe voll Bock. Also wenn da jemand Lust hat, nochmal mit mir ein Gespräch zu führen, unheimlich gern. Ich werde auch mal ein bisschen rumfragen nochmal. Wenn ihr Ideen habt, schlagt's gern vor, auf jeden Fall. Dann machen wir nochmal so einen gemütlichen Abend. Holly, auch an dich. Also wenn du irgendwann später nochmal Lust hast, sag gern Bescheid, wenn es mal wieder ein paar neue Sachen gibt. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal irgendwie so einen Home-Song zusammen zu machen oder sowas irgendwie, dass du mal irgendwas eintrallerst und ich auch zusammen. Fände ich auch hammergeil, aber da können wir ja nochmal drüber sprechen. So, jetzt kamen noch mal ein paar Kommentare. Der Jens schreibt: Danke für den schönen Abend, freue mich auf Freitag. Willi, wann bist du wieder live auf Stream? Das weiß ich noch nicht ganz genau, Jens, weil ich hatte jetzt die letzten Tage 16 Sendungen habe ich jetzt gemacht für Kinder. Ich habe abends immer Kinder ins Bett geschafft, sozusagen mit Geschichte und Doch Lied. Das, Sandmann. ich war der Sandmann sozusagen, genau. Kam aber sehr, sehr gut an, haben die Leute auch sehr gut angenommen. Die Kinder haben mir Sprachnachrichten geschickt, ohne Ende, mit Witzen, mit Liedern und Geschichten und lieben Grüßen. Die haben mir Bilder gemalt, wir haben Verlosungen gemacht. Das wurde alles noch zu Radio Küken übertragen. Total niedlich. Nur diese Woche habe ich gesagt, muss ich mal eine Pause machen. Ich kann das nicht jeden Abend einen Livestream machen. Ich habe das wirklich fast jeden Tag gemacht. Es war irre. Schick mal mein Lied, kommt ein Vogel geflogen an Radio Kücken. Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Der Marcel, ich glaube, der guckt sogar zu. Der kann das bestimmt mitsenden. Radio Kücken. Das ist herrlich. So Kinder- und Familienradio. Ja, und deswegen, also Jens, ich weiß noch nicht genau, ich werde es aber ankündigen. Ich wollte auch gerne nochmal so einen Stream für Erwachsene machen, wo ich halt Mucke mache, wird bestimmt irgendwie dann nochmal kommen. So, dann schreibt der Jürgen. Ja, gut, da geht es um die Entfernung. Das ist keine richtige Frage, das ist eher so eine Unterhaltung unter sich. Macht Das ist immer weiter. schwierig, das herauszufinden. Ja, macht weiter so, sagt der Michael. Super Sache, Grüße nach Kanada. Die Doreen schreibt: Danke für den tollen Abend, war wie erwartet. Wunderbar, macht's gut, ihr beiden. Schönen Abend noch und guten Tag, Holly. Ja, stimmt, weil bei dir geht ja der Tag eigentlich jetzt erst los. Das lesen wir uns dann alles später durch. Und der Micha sagt: Diese Woche ist Karfreitag, da sind Konzerte untersagt. Na, aber Online-Konzerte gehen immer. Vielen Dank und bis Freitag, sagt der Sven. Die Brigitte sagt einen lieben Gruß und vielen Dank Spiel. für den unterhaltsamen Abend. Die Donata sagt: Willi, du hast das super gemacht und sehr sympathische Stimme. Dankeschön, Donata. Freut mich. Vielen Dank. Wenn du Ideen hast für weitere Gäste und Sendungen, sag mir gern Bescheid. Und der Willi sagt: Hol mal den Holly Lose. Hätte ich tierisch Bock, weil ich da Holly Loses Musik auch wahnsinnig gut finde. Vielleicht hat er ja Lust. Mal gucken, können ja mal fragen. Ich freue mich auf Freitag, sagt der Ralf. Und der Volker sagt: Danke, Willi, danke, Holly, bis denne mal. Und der Jackie ist immer noch mit Willi. dabei. Bassist von Silly. Es ist mir eine große Ehre, dass er mit dabei ist und war. War super. Danke, hat er geschrieben. Ja, danke auch, Jackie. Danke an alle, die zugeguckt haben. Ich würde sagen, Holly, wir machen einen Strich drunter, oder? Och, ja. Genau. Ich Waren muss mal jetzt was essen. anderthalb Stunden, waren wir jetzt hier live. Ein Kommentar kam noch. Steffen, sitzen Freitag wieder in unserem Tipi am Feuer und hören den Holly aus dem Blockhaus. Das ist ja auch irre. Herrlich. Ja, viele Grüße und ich freue mich auf euch alle am Freitag. Schick dem und Holly da die muss ich Bilder. jetzt rein. Schick Mal dem. sehen, ob ich es wieder quer hinkriege. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist noch nicht ganz wieder repariert, aber wenn nicht, machen wir halt wieder auch ganz. Genau, und schickt dem Holly die Bilder, wie ihr seinen Stream guckt. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und denkt dran, ihm auch Ja, die aus dem Fragen. Tippi will ich unbedingt mal ein Bild haben. Von wem? Aus dem Tippi. Ach, aus dem Tippi, ja, bitte. Und schickt ihm die Fragen. Jetzt über die Woche schickt noch ein paar Fragen, die er am Freitag beantworten kann. Also macht das vorher schon und nicht live. Das hat er ja vorhin schon gesagt. Dann kann er es besser beantworten. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu fragen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder, Holly, hier im Netz, vielleicht mal wieder in den nächsten 2 Jahren oder sowas. Mal gucken, in größeren Ja. Abständen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich dafür, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für die Livestreams. Unterstütze den Holly weiter damit. Der macht da eine richtig coole Sache und ich bin dann vor allem gespannt auf deine neuen Songs und auf eine neue Platte, wenn sie dann irgendwann mal kommt. Genau. Macht's Also. gut, ihr Guten. Vielen Dank.
dass ihr immer dabei seid und vielen Dank an dich auch. Holly, macht's gut, liebe Leute, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss. Tschüss.